Der Rabatt! Vielleicht bin ich noch nicht. Ja, deswegen habe ich jetzt den subtilen Hinweis gegeben, was bei mir gerade steht. Verstehst du? Hm? Wir verstehen es auch ohne Worte. Auch wenn ich es ja gerade erklärt habe, mit Worten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Pokémon Purpur und Karmesin. Und ich merke gerade, ich habe mir in der Aufnahmepause den Joghurt überall hingeschmiert, wo ich dahin muss. Sollte toll. Ja gut, das ist jetzt einfach mal so. Ihr seht, das ist alles quasi, naja, live ist es ja nicht, aber es ist halt eine Aufnahme, eine Live. So. Naja, wisst schon Bescheid. Der Matze ist auch wieder da. Hallo Matze. Hallo. Ja, man muss sich auch mal ein bisschen was gönnen, ne? Also die Aufnahmesessions sind immer lang und anstrengend, da braucht man aber ein kleines Aufmunterchenchen. Ist egal. Genau. Hanna, du bist dran. Bevor Hanna ihren Einsatz bekommt, möchte ich mich noch berichtigen, mein Fauxpas aus der vergangenen Folge korrigieren. Oh Gott. Was hast du denn getan? Der perfekte Ball für Terrapagos ist nicht der Ultraball. Auch wenn er meiner Meinung nach immer noch ganz gut ist. Der perfekte Ball ist der Rätselball. Aber bevor ihr jetzt loszieht und denkt, ich brauche diesen Ball für Terrapagos, weil er endgeil aussieht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die schlechte Nachricht zuerst, ihr könnt diesen Ball nicht einfach bekommen und damit ein Pokémon fangen. Ihr müsst diesen Ball, also ihr bekommt diesen Ball nur, wenn ihr ein Pokémon aus Legenden Arceus übertragt in euren Spielstand oder aber ein Pokémon nach Legenden Arceus übertragt. Also quasi, wenn der Pokéball im Spiel nicht vorhanden ist, wird er durch den Rätselball ersetzt. Das heißt, ihr habt leider keine Möglichkeit, Terrapagos in diesem Ball zu fangen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach nochmal festhalten, dass das der perfekte Ball ist. So, nachdem ich jetzt hier anderthalb Minuten vergeudet habe, würde ich sagen, sag mal, hör mal, ist es vorbei? Sind alle unversehrt? Hauptsache mein Horn geht's okay. Oh ja, Nefji. Oh, welche Erleichterung. Meinetwegen wurdet ihr solch einer Gefahr ausgesetzt. Tut mir unendlich nicht leid. Ja, hättest du es fast umgebracht, ne? Ey, sollte aber auch mal leid tun, Alter. Du hättest uns fast hier um die Ecke gebracht, Mensch. Da. Ich hab mir schon einen Grabstein auf Amazon bestellt und jetzt musste ich das Ding zurückschicken. Weißt du, wie teuer das ist? Die sind so besessen von ihrem Terra-Kristall-Kram, dass sie komplett vergessen haben, wie sich Erwachsene benehmen. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Du hast so recht. Es tut mir alles so leid. Also, ich hab's auch verbockt. Die ganze Zeit habe ich dich bewundert, Kevin. Ich habe davon geträumt, genauso zu werden wie du. Der Look of Cringe in unserem Face. Aber ich war zu besessen davon. Ich werde es nie schaffen. Das ist mir jetzt klar geworden. Endlich kann ich aufgeben. Der Weltschmerz liegt auf ihm. Ist so. Hey, du hast doch Spitze. Klasse. Wie so ein Vortrag von einem Zehner hast du gekämpft. Ja. Aber ich... Oh. Mensch, da, jetzt fängt der schon wieder an zu flennen. Ich dachte, die Babyphase wäre vorbei seit 2012, doch, naja. Aber du bist auch schon ein ganz schöner Dummbatz, ne, Bruder? Jetzt muss ich jetzt mal so sagen. Also, auf dem Kasten hast du nichts. Aber immerhin bist du wenigstens ehrlich. Das Ganze muss euch große Angst eingejagt haben. Das war mein Plan. Aber ihr habt alles so hell gestrahlt wie ein Terrakristall. Und es ist uns sogar gelungen, Terrapagos zu fangen. Auch wenn das am Ende dann doch Kevin übernehmen musste. Jedenfalls sind unsere Untersuchungen in Zone 0 damit abgeschlossen. Lasst uns zur Blaubeer-Akademie zurückkehren. Sei so traurig. Wir werden niemals erfahren, was hinter diesem nicht geöffneten Ding war. Da gab es bestimmt Rätselbälle, wetten? nice. Ah, endlich wieder daheim. Ich sollte Senora Zagaria Bescheid geben. Oder soll ich zuerst... Was? Zu schnell! Kevin! Was wissen du? Ich habe den Leuten aus der Liga jede Menge Ärger bereitet. Also recht. Ich mache jetzt Speed Reading. Speeding? Ich muss mich bei ihnen entschuldigen.
Und bei dir auch, Kevin. Es tut mir leid. Ja, abgelehnt. Meinst du, Na los, hau raus. Könnten wir... Nee, ich bin nicht... Nochmal bei 0 anfangen? Ach so. Wegen Zone 0 und so? Und wieder Freunde werden? Ah, schreit der gerade oder so? Genau. Du weißt, solche Freunde wie ich und Ogapon? Klar doch. Hey. Was trüttelt ihr zwei so rum? Oh, Sonnenuntergang. Magic. Oder Aufgang. Unter. Je reiten gen Sonnenuntergang. Was ist denn mit dir, Junge? Aber war's nicht du? Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Kein Bock, mich damit zu befassen jetzt. Ja, Mensch, da sind wir durch mit Let's Play Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Also, zumindest fast. Denn es gibt nur so ein paar Kleinigkeiten, die dürfen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die größte aller Sachen, die hier im Raum steht, kann man es überbrechen, weil ich unterbrechen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die Musik zeigen dürfen. Naja, zur Not müssen wir es einfach überquatschen. Aber was ich sagen wollte, das Größte, was natürlich noch offen ist, ist die Klärung, wer von uns dreien der endgültige Champ von Paldea wird. Denn wir erinnern uns, wir konnten keinen Champ festlegen in unseren ersten Kämpfen, glaube ich, nach Paldea. Und wenn ich mich recht entsinne, hat die Kitakami-Kämpfe alle Benny gewonnen, oder? Also zwei, ja, Benny, ja, ja, einer, ja, ja, ja. Kevin, ne? Du hast gegen mich gewonnen. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gewonnen in Kitakami. Mhm. Das heißt, für mich sieht es erstmal gar nicht so gut aus. Zumindest die Ausgangsposition könnte ein bisschen besser sein. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir zumindest einen Sieger küren können. Denn wenn ich mal so drüber nachdenke, ich habe einen Sieg. Kevin hat zwei Siege und Benny hat dementsprechend drei Siege zu verbuchen. Ja. Das heißt, ich könnte mich maximal noch mit Benny gleichstellen. Es könnte natürlich auch passieren, dass wir alle drei am Ende mit der gleichen Punktzahl rausgehen. Und dann gibt es ein großes Stechen. Wait, hatten wir nicht mal gesagt, dass wir es anders machen? Haben wir das? Ich weiß es nicht. Also ich will jetzt nicht irgendwie... Wir können jetzt mal drüber reden, kurz, ja, klar, mit den Zuschauern zusammen. Also... Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, wir erinnern uns, Grüße gehen raus, war es doch so, dass wir eigentlich jetzt nochmal einen quasi Blaubeer-Champ küren wollten, weil wir da ja nur ein Match bis jetzt gemacht haben und das sollte so Trainingsmatch sein. Und dann wollten wir einen Blaubeer-Champ küren und dann wollten wir ja eigentlich nochmal ein Mischteam machen. All-Star-Team, stimmt, ja, stimmt. Ich glaube, das war so, dass wir dieses All-Star-Team nur als Backup-Plan hatten für den Fall, dass wir keinen Champ küren könnten. Aber ich glaube, dann ist die Idee so in uns rangewachsen, dass wir es alle so geil fanden, dass wir gesagt haben, wir machen das trotzdem. Ja, ne? Also selbst wenn Benny jetzt Blaubeer-Champ wird und damit quasi Paldea-Champ und Karmesin-Purpur-Meister des Todes, selbst dann machen wir noch unser All-Star-Team. Das finde ich nämlich eine ziemlich coole, ja, Idee. Und da kann sich zumindest noch mal ein bisschen was durchschütteln, ne? Also ich würde es trotzdem auch in die Wertung eingehen lassen. Definitiv. Und sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob Benny so viel ändern kann, aber der Blaubeer-Trainingskampf war ja relativ eindeutig, dass zumindest Benny nicht gewinnt. Ja, Benny hat, glaube ich, so viel können wir schon mal beide sagen. Beide verloren. Der gehabt, ne? In diesem DSC sich nicht das beste Team rausgesucht. Ja. Das Ding bei Benny ist, mit ihm muss man trotzdem immer rechnen. Ja, also, das stimmt schon. Du kannst Benny selbst mit einem schlechten Team irgendwo hinstellen und er kann dich trotzdem komplett auseinandernehmen, ne? Das ist schwierig, aber genau das gleiche Problem habe ich bei dir auch, weil ich glaube, du bist auch alles andere als jemand, den man unterschätzen sollte. Und das Ding ist, ich kann euch jetzt zumindest nicht mehr mit meinen Pokémon überraschen, ja? Also mein Plan, den ich am Anfang hatte, der auch tatsächlich funktioniert hat, den kennt ihr jetzt. Das heißt, ihr konntet euch darauf einstellen und... Das heißt, ihr habt jetzt das Überraschungsmoment, was ich beim ersten Mal kämpfen hatte, was traurig ist, weil das ist ja der Kampf, der nicht gewertet wurde, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt drauf. Und nach den Kämpfen, wir haben zwar noch nicht drüber geredet, aber vielleicht gibt es dann noch so ein kleines Abschlusstüpfelchen, was wir da noch ranhängen. Ja? Kleiner Teaser an, ja, der Stelle. Würde sich anbieten. Falls euch das nichts sagt, dann habt ihr es noch nicht gespielt. Aber ich fand, das war nochmal, so viel sei verraten, das war nochmal eine coole Mini-Story, die sie rangehangen haben. Und
war Pokémon untypisch sogar fast ein bisschen gruselig. Ja, definitiv. Muss man so sagen. Und ich glaube, also wenn wir jetzt einmal dabei sind, dann können wir auch einen großen Ausblick bringen. Ich glaube, was so unser Plan ist, dass Pokémon nicht ganz komplett vom Kanal verschwinden, aber dass wir, wenn wir wirklich mit Purpur Karmesin fertig sind, dass wir, falls wir dann noch Pokémon bringen, das eventuell auf den Mittwochslot legen und das dann nur noch ab und zu. Richtig, also wir hatten ja schon angekündigt, dass wir so ein bisschen die Competitive-Schiene fahren wollen. Und da bietet sich natürlich der Wildcard Wednesday-Slot deutlich mehr an als, sag ich mal, ein regelmäßiger Termin, wo man dann so ein bisschen auch unter Druck gerät, weil ich glaube, man will seinen Teams manchmal vielleicht doch ein bisschen ausgiebiger feilen, als das jetzt hier in dem Falle der Fall war. Oh, guten Morgen, liebe Freunde, da sind wir wieder in unserem Zimmerchen. Ding dong dang. Dies ist ein Aufruf an die folgenden Schüler. Nee, hör ihr. Kevin von der Traubenakademie. Miss Brianna bittet darum, dass du im Klassenzimmer der 1-4 aufsuchst. Sie hat wichtige Neuigkeiten bezüglich der Terra-Kristallisierung, die sie mit dir teilen möchte. Ding, dang, dong. Na gut, dann gehen wir mal in die Klasse 1-4, würde ich sagen. Wohin möchtest du gehen? Klassenzimmer der 1-4. Was wir, glaube ich, aber auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen können, ist, dass wir durchaus auch Bock haben, dann was zu ZA zu machen, ne, wenn es dann rausgekommen ist. Ja, ja. Also der Pokémon-Content, der pausiert, wenn überhaupt nur. Der hört nicht ewig auf. So, ich rede gerade mit der Dame da. Ja. Und Koppelmon haben wir auch noch. Naja. Danke, dass du gekommen bist, Kevin. Konntest du dich um unsere Strapazen im Höhlensystem 0 ausreichend erholen? Eine Woche gepennt. Wenn nicht, dann kann ich dir eine Gurkenmaske empfehlen, was? Ja. Da merkt man, dass du noch jung bist. Ich hingegen fühle mich selbst nach einigen Tagen noch erschöpft und als wäre ich 95. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe die letzte Zeit ununterbrochen geschrieben, meine Erkenntnisse aus dem Höhlensystem ein Buch festzuhalten. Da muss ich... Entschuldige fürs Unterbrechen, aber da muss ich jetzt mal einhaken. Sie beschwert sich gerade eben darüber, dass sie noch komplett erschöpft ist von ihrem Trip in die Dingens. Erzählt uns aber im gleichen Atemzug, dass sie in letzter Zeit nur mit Schreiben verbracht hat. Vielleicht liegt sie ja auch einfach daran. Nee, die ist körperlich kaputt, aber geistig läuft's noch. Ah, okay. Natürlich. Ja. Verstehe ich. Also, natürlich habe ich mir die Erlaubnis von Senora Zagaria eingeholt und einige konkrete Ereignisse und Namen verschleiert. Keine Sorge. Jedenfalls ist vorhin ein Probeexemplar meines Buchs angekommen. Hier, du sollst es haben. Ein Probeexemplar des Expeditionsbuchs über das Höhlensystem 0. Miss Brenner schildert darin detailliert die Ereignisse und ihre Gedanken dazu. Niemanden wird es interessieren, aber Hauptsache verkauft sich viel. Mit der Erkundung des Höhlensystems 0 habe ich dir wirklich einiges zugemutet. Dich an den Früchten meiner Arbeit teilhaben zu lassen, ist das Mindeste, was ich tun kann. Außerdem hoffe ich, dass du es als meine Form der Entschuldigung akzeptierst und auf allen Social-Media-Plattformen von dir veröffentlichst. Folgt Brianna auf Instagram. Übrigens, dürfte ich deinen Terra-Kristall-Orb kurz sehen, Kevin? Oh, ja. Wie ich vermutet habe, er scheint genauso zu reagieren wie die Orbs von Joe und Hannah. Vielleicht, weil sie mit der Energie von Terrapagos in Berührung gekommen sind. Naja, die beiden haben erzählt, dass sie seit dieser Sache die Terra-Kristallisierung auslösen können, ohne ihre Orbs vorher aufladen zu müssen. Faszinierend, oder? Und da gibt es noch etwas, das ich in Bezug auf das Höhlensystem ansprechen wollte. Meine Güte, hör doch mal auf zu labern. Es geht um den Kuppelkern, der an der Decke der Terra-Kuppel hängt. Ich habe ihn bisher regelmäßig mit Erde aus Paldea und Wasser vom Kristallsee befüllt. Nur deshalb war eine stabile Terra-Kristallisierung innerhalb der Akademie überhaupt möglich. Nun, ich habe probehalber einige der Kristalle aus dem Höhlensystem in den Kern gegeben. Und das muss eine Veränderung in seiner Beschaffenheit ausgelöst haben. Dadurch erscheinen jetzt Pokémon vom Terra-Typ Stellar in der Kuppel, die in Regenbogenfarben erstrahlen. Das sieht so cute aus. Und mindestens genauso hell erstrahlt auch mein Gesicht. Meine Terra-Kristallforschung, die dank dieser Umstände wirklich bestens voranschreitet. Ja, das überspringe ich. Oh, bevor ich es vergesse. Ein Mann im dunklen Anzug hat sich im Eingangsbereich nach dir erkundigt. Okay, das war alles, was ich zu berichten hatte. Danke, dass du die Zeit für mich genommen hast, obwohl es vollkommen irrelevant war. Ich muss es dringend zu meinem Verleger, also verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und dann möchte ich deinen Terrapagos aber ganz genau in die Lupe nehmen. Mein Terrapagos nie wiedersehen.
So, okay, pass auf. Ich habe natürlich, natürlich habe ich wieder eine Meinung, lieber Kevin. Wozu denn? Zum Terra-Kristall-Orb. Ich finde die Mechanik, dass man es jetzt immer auslösen kann, ultra, ultra gut. Lieber alles daran. Ja. Und ich nehme es dem Spiel richtig übel, dass es quasi erst nach dem Ende aller Stories freigeschaltet wird. Jetzt, weißt du, jetzt, wo keiner, also wo die meisten Spieler nichts mehr machen in diesem Spiel, jetzt müssen sie den Terra-Orb nicht mehr aufladen. Ich fand das so dämlich zwischendurch, dass du immer wieder zu einem Pokémon-Center rennen musstest, weil es einfach spielmechanisch dir kein Benefit gebracht hat. Und jetzt geht's und jetzt bist du aber eigentlich durch mit dem Spiel. So. Stimmt. Musste ich jetzt mal ein bisschen ranten. Aber, lieber Kevin, da fällt mir auch ein, weißt du denn, was man mit Briannas Buch machen kann? Nö. Das dachte ich mir nicht. Aber du wirst bestimmt gleich sagen. Die meisten wissen es auch nicht. Ich habe eine viel bessere Idee, als es zu sagen. Wir erkunden es einfach ganz gemeinsam, weil wir haben eigentlich noch was vor in dieser Folge, aber ich kann dir versichern, das dauert nicht lange. Okay, was muss ich machen? Du musst gemeinsam mit mir zurück nach Kitakami fliegen und zwar zum Kristallsee. Okay, Kristall hat seinen eigenen See, okay, das ist ja auch toll. Da ich da offensichtlich, der ist auf dem Gipfel des Oniyamas, der Kristallsee, da waren wir glaube ich mal. Ich kann also nur zum Inferno-Pass fliegen, aber das sollte reichen, dann kraxeln wir da hoch. Irgendwie überspringst du meine Kristallwitze die ganze Zeit, das finde ich doof. War das ein Joke? Entschuldige, ich habe so viele Dead-Jokes in der letzten Folge vorgelesen. Kristall hat seinen eigenen See. Kristall, der Comedian. Ja, okay, ja. Nee, sorry, das zündet bei mir nicht. Ich habe mich so abgestumpft mit den Dead-Jokes in den letzten Folgen, es tut mir leid. Bin komplett humorlos geworden, ich bin Rischer Allmann. Eigentlich, aber müssen wir, was wir überhaupt noch nicht gemacht haben, bevor wir das mit Brianna machen hier, müssen wir eigentlich noch ein kurzes Fazit zum DLC ziehen, ne? Das stimmt sogar, ja. Wir haben immer ein Fazit gezogen. Wir können nicht jetzt aufhören, ein Fazit zu ziehen. Also. Und wahrscheinlich, weil ich damit angefangen habe, muss ich dann auch als erster ein Fazit ziehen. Naja, hab ich schon fast gedacht. Davon ging ich aus, ja. Naja. Also ich habe jetzt den DLC ja nun zweimal gespielt. Oder beziehungsweise alle Pokémon-Popo-Sachen zweimal gespielt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der zweite DLC um Längen besser ist als der erste. Also, it's not even close. Ja, diese ganze Mechanik dann nochmal mit den einzelnen Arealen, dass es da die ganzen Starter da gibt, etc. pp. Also das ist ja insane. Muss sagen, dafür habe ich Game Freak extrem gefeiert. Auch wenn sie viele gehatet haben für... Oh, Spoink, geh mir aus dem Weg. Wenn sie viele gehatet haben für das Spiel an sich, Pupon, weil das so technisch unterdurchschnittlich war. Aber, also der DLC war nice. Muss man ganz einfach sagen. Wie gesagt, also die Mechaniken fand ich alle durchweg sehr gut. Story... Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Also ich fand die Story jetzt nicht so überragend. Terrapagos okay, ne, als Pokémon, der Stellar-Typ, ja, war, es war in sich stimmig, dass es die Energie aufsaugt, die Terra-Kristall-Energie, aber halt nochmal in Zone 0 runter und so. Es ist, auch das ist zwar logisch, aber trotzdem mir irgendwie zu aufgewaschen und zu aufgedingst. Also deswegen, gibt es da Abzüge in der B-Note. Und ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir das bis jetzt gemacht haben, aber es ist mal an der Zeit, würde ich sagen, das Ganze zu ranken auf einer Skala von 1 bis 10, unsere ganzen Fazits. Und ich würde gleich mal anfangen und würde diesen DLC insgesamt wahrscheinlich, sagen wir mal, eine 8 von 10 geben. Ich würde einen Punkt abziehen für die Story, die wie gesagt eher ein bisschen aufgewaschen ist und ganz einfach einen Punkt abziehen trotzdem wegen der Technik, auch wenn das eher zum Hauptspiel gehört, aber es wurde ja auch in dem DLC nicht irgendwie verbessert oder so, also ich glaube damit kann ich das gut begründen, selbst wenn nicht, würde ich trotzdem nur 8 von 10 geben, also 8 von 10 wäre hier meine Wertung für den DLC. Und ganz kurz nachträglich, damit ihr es vergleichen könnt, ich glaube, ich würde für den
ersten DLC maximal eine 6 von 10 geben. Ne? Dass ihr so ein bisschen einen Richtwert habt. Und für das Hauptspiel dann wahrscheinlich eine 7 von 10. Ja. Okay. Matze. Fair, fair. Ich finde die Idee mit dem Ranking tatsächlich ganz gut. Werde aber trotzdem erst noch so ein paar Worte dazu verlieren. Grundsätzlich bin ich da komplett bei Kevin. Ich muss auch sagen, also, it's not even close. Der zweite DLC war deutlich, deutlich besser als der erste DLC. Der hat mich tatsächlich auch nicht auf ganzer Linie, aber hat mich schon stark enttäuscht, muss ich sagen. Das haben sie im zweiten DLC nochmal gut rumgerissen. Also ich fand das auch, die Idee mit dieser Terra-Kuppel fand ich ziemlich nice. Dass es auch so verschiedene Areale gab, dass die alle so ein bisschen anders waren. Das mit den Startern, wie gesagt, bin ich auch ein großer, großer Fan von, dass man die jetzt fangen kann. Das hat mich in den früheren Spielen immer so ein bisschen genervt, dass man da so schwer rangekommen ist. Ja, was mich, glaube ich, ein bisschen ärgert, ist, dass so viele Quality of Life Improvements dazugekommen sind, wie das jetzt mit dem Terra-Kristall-Orb oder, ich spoilere jetzt einfach mal kurz ins Blaue rein, dass man halt mit Koraidon und Miraidon fliegen kann, ohne dass man an Höhe verliert. Solche Sachen, das ist halt alles gelockt hinter der Main Story. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, das ist die Zeit, wo die meisten Spieler aufhören, dieses Spiel zu spielen. Nur die wenigsten kümmern sich wirklich dann um Postgame und fangen jetzt an, nochmal Pokémon aufzubauen. Und selbst da würde ich argumentieren, dass die Änderungen nicht mehr wirklich eine große Rolle spielen. Also das hat mich wirklich richtig, beim ersten Mal, als ich das gelesen habe, dass ich jetzt nicht mehr zum Pokécenter rennen muss, dachte ich, wow, danke, dass ihr mir das jetzt, wo ich am Ende bin, in die Hand gebt. Das hat mich richtig geärgert. Kevin hat, muss man sagen, den Vergleich zu den Schwert- und Schild-DLCs nicht. Und ich kann euch nicht mal sagen, was es ist, aber aus irgendeinem Grund finde ich die immer noch besser. Die haben mich einfach mehr mitgenommen. Vor allem auch die Story hat mich einfach mehr mitgenommen bei Schwert und Schild. Die DLCs, die war wirklich gut und die fand ich hier durchweg bei den DLCs ein bisschen schwach. Deswegen gebe ich nur eine 7 von 10 für den Blaubeer-DLC. Weil irgendwie, es war gut, aber es war vieles irgendwie gefühlt nicht so richtig zu Ende gedacht. Und noch schlimmer war das bei Kitakami. Ich finde die Gegend von Kitakami richtig gut. Also die haben sie wirklich gut gemacht. Auch die ganze Stimmung hier, dieses hat wirklich so einen Austausch-Vibe. Einen Austauschschüler-Vibe. Aber irgendwie haben sie storymäßig überhaupt nichts draus gemacht. Also letzten Endes, du musstest drei Tafeln... Oh, ich habe einen Kampf gestartet. Upsi. Du musstest drei Tafeln zusammen mit Jo finden. Einem Typen, der ein kompletter Pick-Me-Boy war. Das ging mir komplett auf die Eier. Dass der so rumgenörgelt hat all the time. Und jetzt, wo ich gerade den Kampf gesehen habe, fällt mir auch noch ein Kritikpunkt ein. Die Trainer in diesem DLC, die waren ja beyond schlecht. Also da gab es teilweise Trainer, die haben unentwickelte Level 50 Pokémon in den Kampf geschickt, wo ich mir auch denke, was ist das außer Storystrecken? Nichts davon ist anspruchsvoll. Selbst für die Zielgruppe, die das Pokémon-Spiel hat, ist das nicht ansatzweise anspruchsvoll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich Spaß macht. Und EP kriegst du ja auch nicht, also zum Leveln taugt es auch nicht, also what's the point da wirklich. Ich habe noch nie so viele Trainerkämpfe geskippt wie in Kitakami, einfach weil ich genau wusste, es bringt überhaupt nichts, die Trainerkämpfe zu machen. Deswegen bin ich geneigt, Kitakami sogar nur eine 5 von 10 zu geben, weil der DLC wirklich, wirklich hinter seinen Möglichkeiten weit zurückgeblieben ist. Und im Hauptspiel würde ich tatsächlich auch eine 7 geben. Das war für mich so ein bisschen on par mit dem zweiten DLC. Es macht ein paar Sachen schlechter, es macht aber auch ein paar Sachen besser, wie zum Beispiel die Story, die ich wirklich gut fand. Von daher ist es für mich so ein bisschen auf gleicher Ebene wie das Hauptspiel. Okay. Der DLC, der letzte, so. Naja. Gut. Ja, also wenn du es jetzt wirklich noch mit den Schwert- und Schild-DLCs vergleichst, dann kann man da sicherlich nochmal was an der Wertung packen. Ich habe es jetzt nur für sich als Spiel genommen. Aber gut, jetzt wollen wir mal sehen, was das Buch macht. Wo muss ich denn genau hin? Ich muss da nochmal hochkraxeln jetzt den Oniyama, weil ich bin runtergeflogen. Es dauert aber nicht lange. Ich habe doch Koraidon, was kraxeln kann. Kraxler! No, sinnlose Fallen. Ja, das stimmt. Die Attacke gibt's auch gar nicht mehr, ne? Also die haben sie auch mit rausgestrichen. Ja, ja. Was will das Bronzel denn jetzt von mir? Also ich hoffe, dass man nicht wieder noch irgendwelche anderen
Vorbereitungssachen brauche, um jetzt dieses Event zu triggern, was da auf dem... Ach, Bronzel? Geh mir nicht auf die Nüsse hier. Ich möchte übrigens nochmal, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurück zu meinem Fazit gehen. Ich möchte nochmal ein Feature in dem Spiel hervorheben, was meiner Meinung nach zu wenig Anerkennung bekommt, auch von Kevin und Benny. Und das ist das Autokampf-Feature. Ich finde, das ist eine richtig geile Neuerung. Also das macht mir richtig... Es hat noch Potenzial für Verbesserung, das Ganze ein bisschen präziser machen, aber ich finde es so gut, dass du einfach ein Pokémon losschicken kannst, das dir den Weg freiräumt. Und vor allem, wenn man diese Massenaufläufe macht, da ist dieses Feature richtig Premium. Weil du kannst so schnell einfach die Pokémon aus dem Weg räumen, damit du auf deine Anzahl an Spawns kommst, die du brauchst, wenn du als Shiny Hunter unterwegs bist. Es ist einfach unfassbar komfortabel, dass man nicht mehr jedes Pokémon einzeln komplett bekämpfen muss in einem rundenbasierten Kampf, sondern dass du einfach eine Taste drücken kannst und dein Kollege erledigt das für dich. Also das Feature möchte ich einfach nochmal hervorheben. Ich find's gut. Ja. Okay. So, ich bin jetzt oben am Kristallsee. Wir haben übrigens auch keine Gruppe aufgemacht, weil hätte ja eh nichts gebracht, als wir in der Kristallhöhle waren. Richtig. Und jetzt muss ich mal schauen, ob wir hier irgendwo... Ah ja, wenn du zu dieser Zunge gehst, zu dieser Landzunge, die zum Kristallsee reinführt, dann, geht eine kleine Cutscene los. Es hat eher was von dem Easter Egg. Also erwartet jetzt nicht zu viel davon. Aber ich fand's trotzdem ganz cool. Okay, ich hab die Cutscene jetzt auch. Terrapa! Weit bin ich noch gar nicht. Ja, deswegen habe ich jetzt den subtilen Hinweis gegeben, was bei mir gerade steht. Verstehst du? Hm? Wir verstehen es auch ohne Worte. Auch wenn ich es ja gerade erklärt habe, mit Worten. Ah, okay, ja. Mach das da. Ist zu Hause. What? Nanu? Wo bin ich? Habe ich etwa Raum und Zeit durchquert? Wer bist du? Professor? Sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Tut mir leid, daran erinnere ich mich nicht. Mein Name ist Antiqua. Ich betreibe in Zone 0 Forschung zu Pokémon. Akia! Dieses Pokémon, ist das etwa Schwingenkönig? Wie heißt es bei dir? Eisenschlange. Ah, Eisenschlange. Hey, das ist Koraidon! Verstehe, es heißt also Koraidon. Ja, das ist ein schöner Name. Okay. Wenn ich die Situation richtig verstehe, dann bin ich für euch jemand aus der Vergangenheit, oder? Allerdings bergen Raum und Zeit endlose Möglichkeiten. Vielleicht ist diese Begegnung auch weder an unsere Vergangenheit noch an unsere Zukunft geknüpft. Ein kurzer Moment, ein vergängliches Wunder. Warum tauschen wir nicht ein paar Informationen und unsere Nummern aus, solange die Zeit gewährt ist? What? Kevin's mind is blown. What? Woher wusstest du, dass das passiert? Ich hab's irgendwo tatsächlich gelesen. Ich hab's nicht selber rausgefunden. Okay. Ich hab irgendwas darüber gelesen, aber ich fand's cool, weil ich glaube, das ist so ein kleines Easter Egg oder so ein kleines Mini-Event, was viele Leute verpassen. Und man kann's halt erst triggern, wenn man Briannas Buch hat. Okay, ich rede nochmal mit dem. Mhm. Gibt es etwas, was du mich fragen möchtest? Okay. Das sind drei Fragen, die sind alle gut. Was wollen wir denn fragen? Zwei würde ich nicht machen, weil zwei ist ja offensichtlich. Ja. Ich würde halt echt gern Pepper zuliebe die dritte Frage stellen. Ja. Aber ich finde auch die erste nicht schlecht. Komm, wir machen eine dritte, oder? Okay. Pepper Vibes? Pepper Vibes. Sie Familie? Du interessierst dich also für mein Privatleben? Du Schelm. Ich habe einen Sohn. Er ist zurzeit zu Hause.
Nein, zurzeit ist unter den gegebenen Umständen nicht ganz korrekt. Jedenfalls fühlt er sich bestimmt sehr einsam. Nee, ich denke doch nicht. Hast du noch weitere Fragen? Okay, wir können doch alles fragen. Cool. Ich dachte echt, wir müssen uns entscheiden. Dann würde ich. Ich auch. Dann würde ich jetzt, warum sind sie hier, machen. Den Grund kenne ich nicht. Ich war gerade dabei, in meinem geheimen Labor Daten zu analysieren. Und im nächsten Moment stand ich plötzlich hier. Könnte es der Einfluss des Kristall-Pokémon gewesen sein, das dort in der Nähe schlummert? Oder besteht etwa irgendeine Verbindung zwischen dir und mir? Hast du noch weitere Fragen? So wurscht du. Ich möchte Pokémon von anderen Zeitachsen fangen und sie in die Gegenwart meiner eigenen transportieren. Derzeit plane ich den Bau einer Vorrichtung, die dazu imstande ist. Die Idee dazu habe ich aus diesem Buch, das ich als Kind gelesen habe und das mir seither nicht mehr aus dem Kopf ging. Doch momentan komme ich bei meiner Forschung nicht voran. Zu Hause war ich deshalb auch schon lange nicht mehr. Und gegessen habe ich schon ewig nichts. Ich hoffe inständig, dass mir dieses Gespräch mit dir den Schlüssel zu einer Lösung liefert. Nun gut, dann bin ich jetzt an der Reihe, und die Fragen zu stellen. Wo sind wir hier? Mir scheint dieser Ort außerhalb von Paldea. Wir sind in der Kitagami-Provinz. Ach du Scheiße. Beim Kristallsee in der Kitagami-Provinz also. Davon habe ich schon mal gelesen. Hier soll Wasser hervorquellen, das von Terra-Kristallenergie durchdrungen ist. Offenbar habe ich mich weit von den Koordinaten entfernt, an denen ich mich zuvor befand. Dann zu meiner nächsten Frage. Dieses Pokémon, Schwingenkönig, nein, Koraidon. Was kannst du mir darüber erzählen? Das ist mir sehr wichtig. Oder? Diese Art von Information ist gänzlich irrelevant für meine Forschung. Ah, verzeih mir, das war taktlos von mir. Aber es bringt mir trotzdem nichts. Akio! Was ist das für ein Buch? So einen Einband habe ich noch nie gesehen. Der Schatz von Zone 0. Mal kurz drin blättern. Darin wird das Höhlensystem 0 erwähnt und dass Terrapagos erwacht ist. Wer ist denn diese Brianna, die das Buch verfasst hat? Sie ist Lehrerin. Sie ist Lehrerin? Außer mir und den Leuten von der Liga darf aber doch niemand dorthin. Dieses Buch lässt mein Forscherherz höher schlagen. Tut mir leid, aber ich muss es einfach gründlich durchlesen. Ding, 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 die Zeit ist um. Oh, der Nebel kehrt zurück. Meine Zeit neigt sich wohl dem Ende zu. Kaka! Ich würde Schwingenkönig gern noch etwas länger studieren, aber ich muss mich beeilen. Dieses Buch ist sicher von großem Wert, daher kann ich es nicht einfach ohne Gegenleistung an mich nehmen. Es fällt mir zwar nicht leicht, aber ich biete dir im Austausch das Karmesinbuch an. Einverstanden? Nicht low. Buch für Buch, that's fair. Du erhältst ein Karmesinbuch. Ein Bericht über eine Expedition im Schlund von Paldea, den du von Professor Antigua erhalten hast. Auf dem Einband wurde der Name Antigua gekritzelt. Ich danke dir. Es wäre sicher keine schlechte Idee, zum Lesen mal wieder nach Hause zurückzukehren. Unsere Begegnung hat sowohl Raum als auch Zeit überwunden. Doch nun heißt es Abschied. Nehmen, junge Abenteuer und Schwingenkönig. Viel Glück auf euren Reisen. Schwingenkönig klingt irgendwie cool. Es ist eine Eisenschlange. Das stimmt. Ich finde die Szene tatsächlich ganz cool. Es ist, ja. Es ist ziemlich nice und das ist auch der im Endeffekt einzige Benefit, den du bekommst. Ein mega cooles Startbild.
Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber das Bild am Start ändert sich ja jedes Mal, je nachdem, wie weit ihr in der Story seid. Erst ist das Fenster auf und es liegt das Karmesinbuch auf dem Tisch. Dann habt ihr das Karmesinbuch nicht mehr, weil ihr es ja abgegeben habt. Dann liegt es auch nicht mehr auf dem Tisch und das Fenster ist zu. Und jetzt liegt es wieder auf dem Tisch und die Sonne geht unter. Ich finde das mega cool. Also, mir gefällt sowas richtig gut. Das ist nochmal so ein richtig runder Abschluss. Und wir haben gerade eben erfahren, wie die Zeitmaschine gebaut werden konnte. Nämlich durch unsere Hilfe, indem wir ihr das Buch gegeben haben, was ja eigentlich erst zeitmäßig danach geschrieben wurde. Also, schönes Zeitreiseparadoxon. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, hat das doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Aber ich wollte es unheimlich gern irgendwie noch unterbringen. Ja, alles gut, ist vollkommen okay. Wir hatten ja so ein bisschen was angekündigt, was wir eventuell noch vorhaben. Eventuell machen wir das oder einer von uns dann in den, ich nenne es mir mal Filler-Folgen zwischen den Kämpfen. Vielleicht können wir es da nochmal unterbringen. Also stay tuned, es ist vielleicht nicht ganz aus der Welt. Ja gut, dann sind wir glaube ich durch. Ich würde gleich mal weitergehen in die Abmod. Wir haben glaube ich auch jetzt genügend gebrabbelt. Es war wieder mal viel well spoken hier in der Folge. Ich stehe da drauf. Also ihr merkt schon, dass ich glaube gerade wir zwei da, ich will nicht Benny rausnehmen, aber also ich behaupte jetzt einfach mal, wir sind dann noch ein Ticken schärfer. Schreibt einen Kommentar, wenn wir Benny rausschmeißen sollen. Nein, ich will ihn einfach nicht jetzt irgendwie Unrecht tun, aber ich glaube, wir sind noch einen kleinen Zacken schärfer, was das angeht. Also auch gerade dann hier in der Duo-Phase haben wir ganz schön nochmal geprappelt und gesabbelt und gemehrt. Wir hoffen natürlich immer, dass euch das einigermaßen gefällt, dass es ein bisschen auf Gegeninteresse stößt. Ja, aber grundsätzlich ist der DLC, der Blaubeer-Akademie-DLC jetzt vorbei. Wir machen, wie gesagt, noch unsere Kämpfe. Bin da tatsächlich sehr gespannt darauf, also da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Dass wir nochmal uns gegenseitig messen können. Und danach müssen wir mal gucken. Also, ja, es gibt vielleicht auch schon Pläne für ein Folgeprojekt, aber das ist doch noch ein bisschen weiterhin. Es wird noch ein paar Aufnahmesessions, wie wir immer so schön sagen, schlucken vorher. Jetzt verabschieden wir uns erstmal für den heutigen Sonntag. hoffen wir, hattet wieder eine fantastische Zeit, eine schöne Woche. Wir wünschen euch einen schönen Wochenanfang. Ne, morgens wieder Montag, wissen wir ja, haben alle keine Lust zu, aber was muss, das muss. Und dann würden wir sagen, gehabt euch wohl, habt eine wunderschöne gute Nacht. Schaut auch gerne mal bei den anderen Projekten vorbei. Ne? Kobbelmon ist da eine Möglichkeit, Moria ist eine Möglichkeit, Alan Wake ist hier eine Möglichkeit, also da haben wir ja einige Sachen und natürlich dienstags der Streamstag. Bis dahin, wir wünschen euch eine fantastische Zeit, guten Start in die Woche nochmal. Es verabschieden sich der Matze und der Kevin. Bis dahin, ciao. Ciao.